Und Falls die damit. Nieren komplett versagen, dann könnten wir allerdings vielleicht die Seeschlange. Wohl. Meine letzte Analyse sagte mir schon, am besten wären die Nieren schon gestern getauscht worden, richtig? Beziehungsweise ja, vorgestern, ja. Haben die Delfine schon abgenommen oder hängen die noch da? Noch hängen die da. Also die rotten jetzt eben an den Wänden runter und sind fast flüssig. Da kann man schon nicht mehr Delfin zu sagen, aber doch hängen die da, weil es gibt keine Alternative. Ja, dann. Ich würde vorschlagen, wir nutzen die Delfine, verstecken dort dieses Gift, dieses Traumwind-Elixier innerhalb dieser Delfine und bieten es der Seeschlange an. Aber ich würde gerne noch die Meinung des Elfergeweihten dazu abwarten. Ja, bitte. Ich würde die auch gerne hören. Ihr wollt Delfine als Anfütterung für eine Seeschlange benutzen? Es dient einem höheren Zweck. Numinorus steht jetzt auf, geht um den Tisch herum. Möchtest du reagieren? Ja, ich aufstehen und einen Schritt rückwärts. Okay. Er schlägt zu. Kann ich parieren? Oder? Ja, also du hast reagiert und dementsprechend steht hier auch eine Parade zu. Er macht einfach mal einen Schmetterschlag. Ich muss gerade überlegen, dass der Wuchtschlag war die Gerade, ne? Alles klar, er drückt hier 1W6 plus 6 rein. Sind 10 Ausdauerschaden, wenn du nicht abwehren kannst. Über Parieren raufen. Parieren oder Ringen raufen, ja. Dann raufen. Ja. Okay, ja, deine Ausbildung ist auch schon was Nutze. Jeder andere Magier hätte das jetzt nicht geschafft, aber kannst dann eben seinen unglaublich wuchtigen Hieb abfangen und wirst dann eben auch durch den Schlag an die Wand getrieben und auf deiner Rückseite klonkst du dann gegen so ein Regal, wo dann so ein paar Bücher und ein paar andere, ja, sowas wie Fernrohre oder sowas sind, sodass du jetzt an die Wand gedrückt bist. Beruhigt euch! Beruhigen? Ihr wollt Delfine benutzen für euer unheiliges Treiben. Delfine. Ja. Ich möchte mich dazwischen drängen. Er spuckt einmal aus und würde direkt ins Gesicht spucken. Okay, muss ich auch ausweichen, wenn du willst. Kannst du ihn auch nehmen. Nö. Ich reib mir genervt die Schläfen. Ja, kannst du deinen Kopf wegducken, einziehen und er lässt dann aber auch los von dir und setzt sich dann wieder zu Hasswolf. Meine Herren, Ruhe jetzt! Was soll das denn? Achmat nickt Numinorus einmal zu. Das fandst du gut, oder wie? Ja. Ich nicke Numinorus auch zu. Von einem Weißmagier erwarte ich andere Dinge. Numinorus hat einfach Gefälligkeit in allen Ehren, aber es führt zu nichts, wenn ihr hier Schlägereien im Kommandoraum, im Versammlungsraum anfangt. Ist das klar? Klärt sowas demnächst draußen. Alles, was vor einem Aber kommt, ist dementsprechend eigentlich egal. Ihr solltet also euren Satz noch einmal überdenken. Gut. Fangt keine Schlägereien im Versammlungsraum an. Tut sowas draußen. Gleich egal, was es ist. Ihr seid sich unter Ehrenleuten und nicht unter irgendwelchen Wilden, die sich bei jeder Provokation selbst sofort aufs Maul hauen. Unter Ehrenmännern, ja? Ei. Ei. Versucht mal mit Numinorus Blickkontakt aufzufangen. Nichtsdestotrotz. Und ihr, euer Gnaden? Und ihr, euer Gnaden, lasst euch das gefallen, oder wie? Ich habe bereits mit dem Glauben dieser Leute hier aufgegeben. Ich versuche nur noch die Mannschaft zu retten. Was seelenhalbe war. Richtig. War ja Astateon. Nichtsdestotrotz hat seine Gnaden leider recht. Wir werden kaum Delfine verwenden können, um die Seeschlangen anzufüttern. Dann können wir sie genauso gut gleich wieder als Nieren verwenden. Könnte das Boot anmalen, dass es wie ein Wal aussieht. Das könnte vielleicht funktionieren, wenn wir das Boot von der Größe dementsprechend machen. Ich meine, die greifen ja auch kleinere Schiffe an. Ihr kommt aus Gareth, ja? Ja. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Fluss, aber am Meer wart ihr nicht wirklich. Wisst ihr, wie ein Wal aussieht? Tatsächlich müsste ich mich da auf eure Expertise verlassen. Ihr wollt jetzt doch nicht wirklich diese Dämoneneiche wie ein Wal anmalen. Die Arche nicht. Nein, er will ein kleineres Beiboot, das wir mit Holz ausstatten. Aber es ist doch egal. Unter Wasser. Ach, vergesst es.
Wie nehmen Seeschlangen denn ihre Beute wahr? Weiß das jemand? Das wäre ja ganz hilfreich. Sie haben Augen im Kopf. Dementsprechend würde mir eine Bemalung von unten doch nicht schaden, oder nicht? Wir müssen ja nur die Silhouette eines Wals darstellen. Die Farben. Ich sage, wir dringen dieser Gasse vor, spießen so viele Eier von ihnen auf, wie wir finden können, und dann werden sie durch den Geruch angezogen. Hoffen wir nur, dass eine kommt. Und wie verabreichen wir ihr dann das Gift? Schießen wir sie. Schießen. Nun gut, ich werde mit Jasper mich konsultieren, ob das geht. Und wenn er sagt, dass das gut funktionieren kann, machen wir das so. Wir haben doch mehrere Magier an Bord. Ist nicht einer davon in der Lage, Illusionen zu wirken? Ich nicht. Leider nein. Ich reibe mir wieder die Schläfen, einen kommenden Kopfschmerz erwartend. Deine Ader schwillt wieder an. Gut, damit wäre das geklärt. Keras, ich habe den Kurs für Ahmad. Hi. Ahmad sorgt dafür, dass die Arche mit der erbeuteten Galeasse repariert wird. Und setzt den entsprechenden Kurs. Wir dringen in die Sargasso-See vor. Ist diese Sargasso-See nicht im Süden von Marskan? Im Osten. Das kannst du einmal auf dieser Karte sehen, Steuerung F. Das Grüne ist die Sargasso. Achso, okay. Also es gibt, ja, du hast natürlich recht, es gibt hier unter im Süden, das ist das Boronsrad, da wird es wohl auch eine Passage geben, die wird allerdings von niemandem befahren, da kommt kein einziger durch, niemand weiß, was im Süden liegt. Einige sagen das Ende der Welt. Und da ist Sargasso. Hier ist auch Sargasso, also quasi ja alles östlich und auch südlich von Marascan ist von Tangfeldern bedeckt. Okay. Wie lange brauchen wir mit dieser angeschlagenen Arche bis zu der Stelle? Nun, hoffentlich werden die Reparaturen nicht gar so lange dauern. Repariert sich das Schiff nicht selber? Ohne Holz kann das nicht. Zum Glück haben wir welches. Oh. Nun gut. Und dann? Wenn das Nierenversagen weiter fortschreitet, nehme ich an, dass das nicht mehr möglich sein wird, weil die Arche vermutlich eine, naja, sagen wir mal, Appetitlosigkeit entwickeln wird. Entwickelt sich genauso wie beim Menschen. Deswegen müssen wir uns schnell darum bemühen. Was kann denn noch auftreten bei Nierenversagen? Hallo. Doschek sprach von einem Schock, der einen erholen kann, denn wenn die Adern zu sehr verklumpen. Also, wenn es ganz schlecht läuft, wird irgendwann die Arche nur noch von Krämpfen durchzogen sein, und wenn das passiert, sollten wir besser nicht an Bord sein. Ich nehme nämlich an, dass das Schiff dann nicht mehr seine Form beibehalten kann, wenn es schlecht läuft. Und das, wo wir jetzt stehen, vielleicht kein Raum mehr sein wird. Sondern die Eiche sich verschiebt. Also sollten wir uns beeilen. Gut, dann wegtreten und ausführen. Kapitän, mir ist gerade ein Einfall gekommen. Begleitet mich doch einfach kurz zu den Karten. Natürlich. Der Rest ist entlassen. Hi. Ja, bei den Karten angekommen, würde ich direkt auf einen Punkt zeigen, an der Küste von Marascan. Sagt, dies ist doch der Friedhof der Seeschlangen. Könnte man eventuell dort eine Schlange finden? Das ist auch gar nicht weit von hier entfernt. Und was wisst ihr denn über den? Brindigian könnte da bestimmt viel zu sagen, aber der ist nicht hier. Nun, ich weiß nicht viel davon, nur der Name ist mir halt aufgefallen.
Und wenn wir dort vielleicht eine ältere, schwächere Schlange finden können, wäre es einfacher, als nun in das Nest dieser Wesen vorzustoßen. Ja, dann darf man eine Sinnenschärfe machen. Alternativ auch Orientierung oder Kartografie, wenn du hast. Das ist natürlich noch besser. Lass mich kurz schauen. Ich nehme die Orientierung. Finde ich gut. Oh. Ja, dir fällt auf, dass dieses eine große X mit der Beschriftung nur auf den KGA-Karten zu finden ist. Nirgend anders. Selbst die besten Karten, die ihr damals in Kunchum besorgt hattet, beziehungsweise Festum, egal wie hoch die Qualität ist, es wird nirgends eingezeichnet sein. Nur auf den KGA-Karten mit einem großen roten X. Keras. Ja. Ich glaube, es hat einen sehr guten Grund, warum dieser Friedhof nur hier drauf verzeichnet ist. Nun, der wahrscheinlichste Grund ist, dass niemand anders davon weiß. Glaube ich wohl weniger. Ich kann mich doch bestimmt mit KGA-Karten aus. Was bedeutet denn ein großes rotes X? Oder bedeutet das nur, hier ist was? Da wird wohl dieser Friedhof liegen. Okay, also das bedeutet nicht, hier ist scheiße, geht da nicht hin. Das wird man natürlich nicht auf Karten einzeichnen. Solche Informationen bekommt man normalerweise in Berichten oder in Briefen. Briefe? Wir haben doch die KGA-Briefe, vielleicht steht da was drin. Ich traue der Sache nicht, Keras. Was ist, wenn es da gar keine Seeschlangen gibt? Dann liegen wir irgendwo direkt vor Maraskan. In einer Bucht zwischen drei Inseln. Und können da unter Umständen nicht raus. Das ist durchaus möglich. Deswegen habe ich es euch ja auch im Vertrauen gesagt. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß es, dass da wohl die Archen herkommen oder so. Oder herkamen, ich bin mir nicht sicher. Kennen wir eventuell jemanden, der schon mal dort war? Oder zumindest etwas über die Region weiß. Wie gesagt, wir könnten die KGA-Protokolle nochmal durchsuchen. Steht in denen etwas? Nochmal sonst. Maraskana. Nun, wir haben doch einige an Bord, oder nicht? Nein. Nein, haben wir nicht. Nun, das ist ein Problem. Ja, ohne Fachkenntnis über die Region wird es wahrscheinlich schwer. Doch, ich wollte die Möglichkeit nicht unausgesprochen lassen. Doch, ich muss sagen, mittlerweile mit drei Geweihten am Offizierstisch werden die Besprechungen ein wenig anstrengend. Nun lasst sie vertreten schließlich die Götter hier. Irgendjemand muss das ja tun. Dennoch kam ich nicht darüber hinweg, Kopfschmerzen zu bekommen, ob der naiven Sicht eines Krieges. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Oder dass uns sonderlich viel Verständnis entgegenschlägt. Sanin wird dasselbe durchgemacht haben. Nun, ich beneide den Mann nicht. Gut, findet heraus, was ihr könnt, aber wenn wir nicht noch irgendwelche Informationen kriegen, ist mir die Sache zu unsicher. Gut, ich werde versuchen, Informationen zu sammeln. Mit dem aktuellen Kurs dauert es 3 Stunden, bis ihr durch die Sturmfront durchgebrochen seid und dann vor einem widerlich stinkenden Tangfeld angekommen seid, wo Ahmad erst einmal die Geschwindigkeit aus der Arche herausnimmt und ihr euch dieses Feld aus Grün und Schwarz und Blau ansehen könnt. Es stinkt, wie gesagt, erbärmlich nach Fisch und Salzwasser. Im Inneren der Arche könnt ihr das feststellen, was Eldan prophezeite.
Appetitlosigkeit. Das Schiff, das Innere des Mauls, es füllt sich nicht mit Säure, das Schiff wird nicht verdaut, sondern liegt immer noch mit gebrochenen Planken im Inneren des Mauls und ja, passiert nichts. Das Schiffsinnere wurde bereits ausgeräumt, die Kanonen und auch die Ladung wurde geborgen, wenn man denn welche an Bord hatte. Ebenso das Plündergut, das ist alles sorgsam verstaut in der Zeit. Die Schützen konnten noch einmal über Fernrohre berichten, dass es wohl noch eine weitere Sichtung gab von, sie nennen es schwarze, brennende Greifvögel. Na, einige nehmen sogar das Wort Gryphonen in den Griff, wobei sie dieses Wort nur einmal, raunen, denn das sind eigentlich, normalerweise Praios heilige Tiere, diese Greife. Aber schwarz und brennend sollten sie nicht sein. Angegriffen wurdet ihr nicht. Dann suche ich wohl mal Fürchter Praios auf. Was tun die anderen? Abelmir. Ich würde mich bemühen, auf dem Schiff in der Nähe der Kanonen, wenn nicht bereits vorhanden, Kohle von aufzustellen, damit man zur Not diese Alraunen in diese Feuerschalen werfen kann, um Gotongis zu vertreiben. Des Weiteren würde ich auch probieren, den Sanitätern so gut es geht unter die Arme zu greifen. Weil im Moment kann ich sonst nicht viel tun sonst. Okay, ja, Kohlenpfannen sind überall aufgestellt. Noch brennen sie nicht, aber man hat Kohle beschafft und dir wird wohl gesagt, dass es noch zwei Alraunen gibt. Nicht viel. Sie sind einfach unglaublich selten. Und da müsste man jetzt natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man Gotongis über diese Möglichkeit vertreiben möchte. Es ist aber auf alle Fälle möglich. Kunchum vielleicht neue, entweder Alraunen oder Spiegel in großer Zahl besorgen. Und die sollte man am besten dann nicht zerbrechen. Okay, Ahmad. Ahmad würde sich, glaube ich, mal mit dem neuen Bordgeweihten unterhalten, was der alles schon so erlebt hat. Er kann dir berichten von einer abgebrochenen Expedition in Richtung Westen. Die hat er wohl, nachdem er mehrere Male in Havena einen Anlauf unternommen hat, gab es wohl dort auch in... Er berichtet hier von der Unterstadt, der havenischen Unterstadt, wo er getaucht hat und dort dann einige Relikte über das Güldenland herausgezogen hat. Und es gab, wie gesagt, mehrere Expeditionen, die sehr weit in den Westen vordrangen, aber über den sagenumwogenen Effertwall hat er es nie geschafft. Und dann, als Borberat kam, hat er dann, wie gesagt, auf die Ostküste gewechselt, hat einmal verschoben und versucht seitdem seinen Kampf gegen Borberadianer und Charybdide Unwesen. Weil, er sagt selber, die Westküste, im Norden gibt es Torvaler, die einem auf die Schnauze hauen wollen, im Süden Alanfana und in der Mitte Horasia und das ist ihm einfach zu nervig, dass es da politische Konflikte gibt und Politik interessiert ihn nicht, deswegen tut er lieber götterfürchtige Dinge. Eine gute Einstellung, Rick. Ja. Und wie ist er in Gefangenschaft geraten? Ja, das war ein ganz profaner Angriff von ein paar Paktierern, Helme Hafaks Flotte, die dann wohl leicht im Süden von hier patrouillierte, irgendwo bei den Andalkern. Da wurde er aufgegriffen und dann nach Boran verschleppt. Wo sollte eigentlich geopfert werden? Das hätte wohl nicht mehr länger gedauert und ja, hat sich da auch mit den Gefängniswärtern angelegt und teilweise auch, wenn dann mal die Hochpaktierer kamen, die dann in der Feste saßen von Boran, da gibt es ja mehrere Hochpaktierer, er sagt auch etwas von Pergin Paderklaue, ein Mann, dem die Waffe an seinen Arm gewachsen ist und sie gar nicht mehr ablegen kann, auch mit denen hat er sich angelegt und sie versucht zu schlagen, zu bespucken, der Mann ist einfach komplett durch. Komplett durch würde ich ihn nicht nennen. Wird ihm ganz sympathisch bis jetzt nennen. Genau, wahnsinnig verrückt. Positiv. Genau, fast ja. Auf das Schiff würde ich sagen. Ja. Wie hieß der mit seiner angewachsenen Waffe? Pergin Paderklaue. Der auch ein Bellalar-Paktierer. Ja. Das ist ja sowieso irgendwie so, dass Boran und so weiter die Hochfestung der Bellalar-Paktierer ist, ne? Die Speerspitze, ei. Genau.
Ja, stimmt, da war ich ja schon mal. Achmat nicht. Ja. Also ich würde mir auf jeden Fall da mal so die Geschichte von dem anhören und ja, gucken, ob der so vom Wahnsinnslevel ungefähr auf Blutschluck rankommt oder. Nee, er ist nicht wirklich wahnsinnig wie Blutschluck. Er ist positiv verrückt, würdest du sagen. Auch er ist exotisch. Er weiß viel über alles. Er erzählt dir dann auch über mit Meeresvölkern. Hat er sich in der Unterstadt unterhalten. Er spricht wohl auch drei Unterwassersprachen und hat wohl auch südlich von Al-Anfa schon im Meer getaucht. Hat da verschiedene Städte entdeckt, die unter Wasser lagen, die unter Wasser gebaut worden sind. Man kann dir da eine ganze Menge erzählen. Also dem kannst du tagelang zuhören, wenn er da predigt. Und wobei, in diesem Fall ist es gar keine Predigt, aber er erzählt einfach und es ist faszinierend, ihm zuzuhören. Ich finde vor allem faszinierend, wie man unter Wassersprachen spricht. Da warte ich dann auch erstmal so, wie so ein kleines Kind, dass erstmal ein paar Sätze auf der Sprache gesprochen werden, bis man das, ja. Er kann sie nicht über Wasser sprechen, er muss sie unter Wasser sprechen, sonst geht das nicht. Okay. Dann ist auch mal ein bisschen enttäuscht, aber ja. Er kann dich gerne, er lädt dich ein, wenn ihr mal in nicht verseuchten Gewässern seid, wo man schwimmen kann, lädt er dich mal ein auf eine Runde schwimmen und dann kann er dir auch die Unterwassersprache zeigen. Hier rät er davon ab. Das ist eine gute Idee. Glücki da, ja. Chris. Hallü da, Chris. Und nach dem Gespräch würde ich dann mal, ich weiß nicht, so verbrennen auf dem Schiff wird schwierig, aber irgendwas müssen wir mit den Leichen machen. Du kannst die verbrennen. Also das Schiff interessiert sich für das profane Feuer interessiert sich das nicht. Alles klar. Ja, dann fängt Achmat da an, alle Leichen, die auf dem Schiff sind, einzusammeln. Mit allen Leuten, die anwesend sind, da irgendwie, also die anwesend sein wollen. Mhm. Dann noch die letzten Worte für die Leute. Da gibt es ja garantiert viele Leute, die da von den Verstorbenen irgendwie Kampfbrüder waren. Oder irgendwelche letzten Worte an die haben. Ich glaube, also wenn Abel mir wollte, könnte er sich dann natürlich anschließen. Wahrscheinlich ja, weil wir leben wahrscheinlich alle auf der Krankenstation. Da werden auch noch wahrscheinlich ein paar abnippeln. Und ja, wird die dann zum Oberdeck tragen oder wo immer die verbrannt werden sollen. Ja, Oberdeck, sonst wird es schwierig. Ich bringe natürlich Früchtebrei aus mit. Ja, ich nehme mal an, weil, also ich würde tatsächlich für die Leute, die Tulabinen sind, um Gul'Shach überall forten und den Rest da würde ich fürchte Praios überlassen. Ja, perfekt. Der wird sich da auch mit einer Predigt auf seinen Stock gestützt auch eben so drum bemühen. Na klar. Auch Numinoris ist dabei und er war nicht so ganz davon begeistert, dass man sie verbrennt, aber er weiß, dass es einfach die einzige Möglichkeit gerade ist. Eldan Gorbas. Ja, mein Plan ist, bis die verbrannt werden, erstmal neben den Toten zu knien und für die zu beten. Und wenn die dann verbrannt werden, mich der, also dann erstmal fürchte Praios zuzuhören. Perfekt. Wenn er auch merkt, dass du ihm da gewogen bist, bietet er dir auch an, dich als Schüler aufzunehmen. Das heißt, er bietet dir eine Akolutenschaft in der Praios-Kirche an. Er findet dich gut. Ja, ich nicke ihm zwar zu, das wäre eine große Ehre, aber momentan ist das leider keine Option, aber vielleicht komme ich darauf zurück. Dann musst du aber die Magie ausbrennen. Das ist mir klar. Aber wenn er mir das schon anbietet, also ich schließe es nicht aus. Gut. Wie gesagt, er bietet es dir an, er lehrt dich auch in jeder freien Minute, wenn du möchtest und du könntest eine Akolutenschaft annehmen. Ja, ich das, so viel Zeit für mir. Die Akolutenschaft ist nicht verknüpft mit dem Ausbrennen. Das ist dann nur, wenn du geweihter werden wolltest. Also, die könnte man wirklich mitnehmen. Aber darüber kannst du nachdenken. Kiaras. Viel Zeit liegen kann mit ihm. Perfekt. Kiaras, du findest einen der Unterlagen, einen der Briefe, wohl wegsortiert damals noch von Ephadaios und könntest damit dann zum Kapitän treten oder zu allen anderen, wenn denn Zeit wäre. Nun, wenn ich diesen Bericht lese und... Was steht denn in diesem allem Bericht? Auch hinsichtlich des Verbleibs der drei bislang gesichteten Objekte können wir zum dritten melden, dass Berichte über eine gewaltige Monstrosität in Gestalt eines Seeschlangengerippes zusammengefügten Langschiffs im Torvaler Stil vorliegen. Diese etwa 80 Schritt lange Gebilde wird vor allem in den Gewässern um Maraskan gesichtet und scheint so eine Vermutung, seine Basis unweit des legendären Friedhofs der Seeschlangen
in der Baronie Perlenmeer zu haben. Nahe der Stelle, wo laut Bericht 16b 26 die Dämonenarche in diese Welt kamen. Die Knochenotter, wie die schnell entstandenen Legenden der Seeleute sie nannten, scheint sich nicht sonderlich aggressiv zu verhalten und kein gezieltes piratisches Verhalten zu zeigen, ob sie überhaupt irgendeinem Verstand gelenkt wird, ist gleichfalls unbekannt. Obwohl Spekulationen existieren, ein Admiral Wrack habe das Kommando über das Schiff. Eine Person gleichen Namens ist uns als Pirat im Südmeer bekannt. Und auch dir. Explizit dir. Da du Alan Fahner bist, Wrack ist bekannt. Und zwar, ja, also, das ist kein Karagia-Bericht, das ist ganz offen. In jedem Südhafen kennt man Wrack. Ja, aus dem Perlenmeer-Dossier des KGIA 429. Hall. Nun, ich bin mir gerade unsicher, ob ich das dem Captain sagen will. Oder den Geweihten. Einfach so hinfahren, ohne die Info zu teilen. Nein, ich würde wahrscheinlich eher einfach im Fehlweg fahren, nicht hin, weil wenn ich sage, dass dort ein Schiff namens Knochenotter ist, sehe ich schon wieder das Blut in den Augen von allen Leuten und sie wollen dahin fahren. Wir haben die Knochen da schon mal gesehen. Das kann ich dem Captain niemals zeigen. Nein, nein, nein. Ich denke, das sollte ich fürs Erste für mich behalten. Ah, ich hatte ja noch Befehle. Auf in den Magen. Wo möchtest du? Damit mache ich mich auf den Weg zum noch zu verdauenden Schiff, weil ich sollte ja die Ladung löschen mit der Mannschaft. Ja, das ist wie gesagt in den 3 Schritten passiert. Okay, dann Yala. Sucht nach der Predigt dann vermutlich nochmal Bruder Fürchtepreis in Ruhe auf. Ich glaube, da wollte noch jemand anderes hin. Okay, gut. Ja? Ja, hold on. Das war meine gute Ansprache. Jedenfalls, ihr habt doch sicherlich auch schon gerüchteweise davon gehört, dass wir von schwarzen, greifenähnlichen Dingen zeitweise verfolgt wurden. Ich habe die Gerüchte gehört, aber nennt sie nicht so. Auch wenn die profanen Mannschaftsmitglieder, die nur wenig der Predigten gehört haben, dieser Teil wird ihnen zu Recht verschwiegen. Verzeiht. Ich schlage nochmal irgendwie eine Sonnenscheibe vor der Brust. Ich fragte mich nur, was genau hat uns da verfolgt? Ich wage es nicht, den Namen dieser gehörenden Dämonen niederzuschreiben oder zu sprechen, aber die rächende Flamme, sie sind wesentlich mehr als einfache Reittiere oder nun ja, Kampfdämonen. Sie sind die Geißel des Himmels. Sie kämpfen und bei Praios, sie töten, andere greifen. Sie verhöhnen den Herrn des Lichts.